herzlich willkommen zum Part Nummer 5. Part Nummer 5. Need for Speed Underground 2. Mit Michi und mir. Ja, so wie wir sehen, sind wir jetzt beim URL angekommen. Richtig, erstes URL-Rennen. Die sind wichtig. Komplizierte Sprecher. Genau. Was hat das genau damit zu tun? Übersetzt heißt es Underground Racing League. Es ist im Prinzip Autorennfahrer auf abgesperrter Strecke. Und deswegen, wir starten jetzt das Video, beziehungsweise den Part, direkt mit einer Einführungskatzin, sage ich mal. Jetzt kriege ich mal das Ganze genauer erklärt. Und schauen wir mal, was die guten Leute so von uns wollen. Der USB Gate. Da findet das Ganze statt. Halten wir ihn ein! Den Ton. Genau. Zumindest so taub auf der Ohren sind. Richtig. Und das ist meine absolute Lieblingsrennart in Need for Speed Underground 2. Fahre ich irgendwo noch lieber als Drift. Ah, das war das. Okay. Auf Rennstrecke jetzt ist das. Genau. Und wenn ich das Rennen beendet habe, dann haben wir schon nochmal die nächste Autos reingeschaltet. Aber ich glaube, der Audi TT ist dann noch nicht dabei. Schätze ich Mittelsteher raus? Ich weiß nicht. Solange ich gewinne, ist mir auch nicht gut. Wenn ich gewinne, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Fertig auch. Ah, ich glaube, es vielleicht. Ja, hätte ich es. Das ist eine gerade Herausforderung. Ja. Die URL. Ich hab schon gar nicht mehr im Schirm. Ich hab schon zum Beispiel gar nicht mehr so auf dem Schirm. Na, du siehst doch mal, wie oft und lang und viel ich das Spiel gezockt habe. Ich hab's eigentlich auch ziemlich lang gespielt. So. Ich hab's. Wann hab ich's denn? Ich weiß, dass ich's dieses Jahr auch mal wieder durchgespielt habe bei mir auf dem Rechner. Ich hab's halt nur auf der PlayStation 2. Hab ich's damals gespielt. Ich hab's sogar mal. Ja. So schlecht gucken, weil wenn ich jetzt gucke, dann weiß ich den Greenscreen ab und dann seht ihr das Vorborgene hin, dass wir eigentlich auf einer Weltraumstation spielen. Juhu! Und wir sind die ersten Menschen auf dem Mars. Oha! Und das Einzige, was wir machen, ist die Leute entertainen. Genau. Hinter uns sitzen sie, die grünen Marsmännchen in Tribüne und gucken ja, uns zu, wie wir zocken. Das oh, der eine bohrt sogar in den Nase. Sie sieht mal nicht, weil das sind grün. Das ist über der Greenscreen. Überdenke. Halt, die sind halt stumm halt, das ist halt nicht so. Die sind getarnt. Ja. Da kommen erst ganz zum Schluss. Deswegen müssen wir da bleiben. Genau, und da die aber alle Antennen gucken, wie das sich für richtiges Alien hört, haben wir halt Empfang bis auf der Erdklumpen. Und ohne das kriegt man gar nicht Videos offen. Richtig. Und das Signal gar nicht ausreichen, um von hier auf der Erdklumpe zu senden. So. Schon wieder eine Corona. Also irgendwie ist das ein bisschen spannend, stimmt. Ja, ne? Was so. Mehr Corona? Genau. Die Mutter mit der Digitale ist zerfällt. Du hast da draußen genau. Ein großes Feuerwerk gestartet, aber das war nur ein Vorbild. Nur wer gewinnt, bleibt dabei. Du fällst den Leuten auf, aber das muss nicht immer gut sein. Extra gemacht, gerade. Ich weiß zwar nicht wie, aber du hast einen neuen Wagen eingesackt. Hast wohl die Sponsoren beeindruckt. Oh. Beim Autohändler wartet blam, 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 blam. Auf dich. Die Adresse findest du auf deiner Karte. Kriegen wir denn Strength? Nein, das war wirklich mal leider nicht schön. Los, rein. Aber jetzt kommt gleich die Nachricht, neue Autos verfügbar. Was haben wir gekriegt? Neue Ware beim Autohändler. Ah, wissen wir nicht. Genau, die müssen wir uns angucken. Sollen wir mal hinfahren, sollen wir uns die Autos angucken? Oder sollen wir mal warten, bis die anderen URL-Fahrer sind? Wo willst du denn das ist noch URL?
Haben wir noch das Sponsor verwendet, ja, bevor der überhaupt als Anfang gestanden hat, das wenn ich auch schon fertig. Der Sponsor springt. Alaro. Das will nicht das Witz dann. Beginnen. Race Breaker, bliblablub. Das ist der Race Breaker, ne? Richtig. Die Zeit haben wir ja noch, ne? Auf dem Weg zum Sponsorenrennen fahre ich noch den Street X. Weil wir müssen ohnehin noch random Events fahren für den Spielfortschritt. Von daher nehmen wir das gerade mit. Dann nehmen wir das mit. Richtig, Licht hier auf dem Weg. Und ich sehe schon wieder Opel Corolla. Ja, der Bus ist da oben. Und das andere habe ich jetzt wieder. Ja, dann machen wir das so zurück, dass immer jeder am Park fährt. Quasa, Corolla sind jetzt im Bild. Alla hopp. Sind wir jetzt auch nicht gespannt? Ich muss Elmo zugeben, ich hab's auch schon mit dem Corsa durchgespielt. Der ist halt gemacht, so die Führung. Und jetzt werden wir. Dann schon noch von früher. Ich glaube, das ist doch auch mit Leid schon. Oh, das ist mir nicht offen. Gedenkt habe, ich bin cool und fahre mit Handbremse. So. Es kann was bringen, wenn man es richtig timet. Ja, jetzt habe ich. Ach Gott! Egal, ich habe nur einen Hund. Oh, Penner! Ach so, ein Arsch. Machen wir noch einmal neu. Wir haben 100% Leute. Die sind auch nur die Steuerung funktioniert. Der ganze Gag bei der StreetX-Renne ist eigentlich so nur wie möglich an der Wand bleiben. Und alle sind glücklich. Ja, das ist aber halt so ein Risiko. Wenn du so nah dran bist, dann bleibst du halt hängen, wenn es dumm läuft. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe irgendwo gedacht, ja, ihr fühlt euch cool, fährst mit Bremse, das klappt schon. Nee, es klappt nicht. Da muss es auch noch nicht schnell gehen. Ja. Erstens das und zweitens hat er halt von da drin. Ja, und für euch die nächste Anschaffung ist dann, aber das wird euch nicht schaden. Mit einer Capture Gun. Oh, da könnt ihr euch. Eventuell dann unser nächstes Projekt wird auch ein weiteres Retro-Spiel. Und das haben wir schon lange vor. Richtig, aber wir hatten nie die Möglichkeit. Ja. Und da wird dann Super Nintendo gezockt. Ne? Von welches Spiel? Das darfst du jetzt sagen. Ja, müssen wir euch überraschen lassen. Oha. Das haben dann die Marsmenschen im Bitchapart. Oha. Du willst nochmal geheimnisvoll für euch. Ja, manchmal verholen da alles. Nee, natürlich nicht. Wahnsinn. Es ist ein volles Spiel, was damals rausgekommen ist. Also, es gab viele Rollenspiele. Richtig. Oh, das war schnell ganz klickelst. Neue Motorhauben, aber das geht uns am Anus vorbei. Wir haben eine super gute Motorhaube. Vom Spezialteile, Mann. So, unser letztes Sponsor-Rennen. Haben wir schon zwei Sponsoren-Rennen gefahren? Mhm. Ja. Spitze. Ah, ne. Sponsor-Rennen haben wir ja schon. Ah, ne, ich hab mich ernst gemacht. Das wollte ich.
zweites Ende. Okay, dann ist jetzt erstes zweite. Genau, dann springe ich. Dann kriege ich mal hin. So. Viele Palle dort ist nicht so springbar. Oh, ein Fokus fährt mit. Ganz was Neues. Kein Corona mehr. Das weiß ich nicht. Aber Fokus gehe ich im Fokus, ist schon lustig, das hat man. Ich fahre wie besoffen. Wie ein Betrunkener. Warum wird das denn stimmt? Ja, ne? Das kommt erschwerend hinzu. Wo spielt der Bänder? Computer vorne. Ja, dann ist dringend wieder auf dem Grund getrieben. Ja. Boah, das sieht's. Dabei war ich so cool in die Kurve reingedriftet. Das hätte so cool ausgesehen. Ja, so cool, dann wenn sie gerade im Mausmensch bin. Oha. So kann man das machen. Statt ich gern fahre, wo ich gern die Pflege würde bei Mayen. Ja, das ist ja auch. So für Autos fahren. Alter Schwede. Also das Land vielleicht auch, also Land auch schon. Die Stadt so an sich ist auch richtig geil. Vor allem der Großteil von Bud Spencer und Terence Hill Filmen spielen da. Der Geiger auf dem macht. Geiger quasi, ja. Und da kam letzte Folge von einem Porsche Tower in Miami. Mhm. Also da, das ist ein riesiger Tower. Und da kannst du Autos, also kannst in das Haus mit reinnehmen. Und da ist ein riesiger Fahrstuhl drin und dann hast du Stellplatz drin. Okay. Und die waren auf der obersten Etage, also die Etage hat 11 Stellplätze für Autos, also die sind so in ein Glas. Und das Apartment kostet schlappe 32 Millionen. Ist ja was. Also das dann gekauft hast und nicht Miet. Das kann schon nur kaufen. Aber das ist nur genial. Und du musst keine Garage, du musst die Garage immer bei dir. Hm. Kannst du immer hingucken, kannst du immer deine Autos angucken. Naja, wenn man sich leisten kann. Ne? Die Reichen, die wissen schon, wie sie leben wollen. Und wie man lebt. Oh, Geld. Siehst, kaum nimmt man die Reichen in die Gosch, schon fliegt Geld auf die Straße. Das sieht auch so ein bisschen aus wie neu. Das ist so ein bisschen arg gelebt. Ja. Ja, aber das Haus, das ist ja eigentlich nur so, sieht aus wie so ein riesiger Wohnblock. Mhm. So ein Bett. Mit einem Hafer. Schon wieder so ein hässlicher Sprung. Ja, das Problem ist, wir sind nicht mal 28, so ein Scheißding aufs Auge drauf zu machen. Ja, weil du musst ja dann im letzten Part vom Spiel musst du ja dann aufs letzte Kammer oder aufs vorletzte Kammer zu kommen, musst du dir einen C-Sterne machen zusammenbauen. Und ohne Spoiler ist das so gut wie unmöglich.
Entweder du machst dann die hässliche Kotflügelverbreiterung oder so ein hässliches Spoiler. So haben es zumindest nur meine Erfahrungen gezeigt. Ach guck mal, wir sind schon in der letzten Runde. Ja. Jetzt wisst ihr, wieso Need for Speed unter anderem auf meinem Lieblingsspiel ist. Elffache Schwierigkeitsgrad. Man hat null Herausforderungen. Ja, da gab es es auch noch gar nicht so mit dem. In der KI da. Schau's aufs Titelbild. Sorry. Neuer Außenspiegel. Sehr gut, ich wollte so ein bisschen. Ah, nee, noch gar nicht jetzt unser Auto angeguckt. Die neue. Richtig, ja. Ich mach jetzt doch sowieso erst einmal. Beziehungsweise. Warte mal. Der Autohändler? Nö, ich wollte hier diesen. Gucken wir mal, was man für Autos freischalten kann. Ups, so geht's sich. Ja, das ist halt komisch, der Dinger da. Der macht manchmal nicht das, was er soll. Taxi. Warum erkennt es mir in der Auto? So, gucken wir mal, was wir jetzt gekriegt haben. Richtig. Der ist bekannt, der ist bekannt. Der ist bekannt. Der ist bekannt, der ist bekannt, der ist bekannt. Und jetzt kommen die neue. Lincoln Navigator. Das ist gerade bekannt. Cadillac Escalade. Und das war's. Nur zwei Autos. Nur die zwei Autos. Ja, das stimmt. Prinzipiell bräuchten wir für die Geländewagenrenner auch so ein Auto. Aber man ist ja nicht gezwungen, die zu machen. Ja, aber ja. Wenn man nicht so ist. Gibt dann bestimmt noch andere Geländeautos. Es kommt noch ein Hammer und dann hast du alle Geländewagen durch. Alles ready, Alter? Dann soll er schon ein bisschen was aussehen. Gibt ein bisschen Geld für den Audi TT? Na gut, bis mir der Audi TT hält. Na, den hast du auch relativ einfach gekriegt. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt in die nächste Rennlicht kommen, also wenn wir den Berg oben freischalten, hin. Hammer Ding. Aber ich meine, wir wissen, Johanna kommt ungefähr. Und wir kriegen ja noch einen Haufen Schotter zu tun. Ob ich dir jetzt keine Gedanken mache. Das kriege ich mal schon nie. Was mir schon aufgefallen ist, die Jungs von Babyus Best drehen heute die Ladezeit ist in total kurz. Bist du bestimmt dabei? Richtig. Gerade bei der PS12 ist es immer gerade müssen. Die Zeit ist schon ein bisschen düster. Ich glaube aber, ich werde Golf nehmen. Weil der Golf, dann fahre ich einfach vom Klang und vom Sound her fahre ich den Golf am liebsten. Hey, check das! Du bist auf der Bayview's Best DVD zu sehen.
Gratuliere. Heute kannst du mal eine Runde Regisseur spielen. Beweg dein Wagen in der Zone, spiel ein bisschen mit der Kameraperspektive und mach den perfekten Schuss für das perfekte Cover. Wenn du zufrieden bist, drück einfach die Kamerataste und schieß das Foto. Für das bisschen Bild kriege ich immer so einen Haufen Schweinegeld. So, jetzt machen wir das zweite Special Event. Ist auch noch in unserer Hälfte. Ist sogar in der Hälfte. Sogar aus Street Exam. Ja. Ich glaube, der ist irgendwo in der. Ah, ne, doch nicht. Ich dachte, der ist drüben auf der anderen Seite. Aller gut. Richtig. Das bisschen stand da. Ganz cool vorbei gedriftet. Oder brav vorbei gedriftet. Sehr schön, du bist auf dem nächsten Cover des Toro Magazins. Der sieht doch cool aus. Top. Und wieder Ding erledigt. Und $675. So. Jetzt machen wir den Sprint. Und weil es uns so gut geht, noch ein Drift hinein. Oder was meinst du? Wenn, dann musst du schon schauen. Danke. Vielleicht haben wir jetzt schon länger. Richtig. Drift ist einfach das Beste. Not the URL. Wenn sie eben nicht gerade vom Schwungholer abhalten, die kann. Schon mal schon komische Drift zu dem Hutsch mal sehen, ne? Alter. Bei ihm? Ja, man schon besser, komplette Drift. Sowas nehmen? Ja. Wird schon gewonnen. Wichtig beim Drift ist halt, dass man so oft und lang wie möglich über die Außenlinie fährt. Weil wenn die Punkte orange sind, gibt's halt mehr. Dann zählen sie mehr. Ja, das war's. Noch ein Rennen kannst du machen. Noch ein Rennen. Hallo. Aber dann noch ein Driftrennen. Machen wir gerade noch ein Driftrennen, aber vorher wollte man noch das Geld ist doch nicht. Man muss es ja nicht verschwenden. Oder wie sehe ich das? Aber die sind jetzt immer noch beide da. Ja, dann war das, wo ich eben gefahren habe, ein verdecktes Driftrennen. Also ein inoffizielles. Thank you.
weil die orange Linie drüber. Aber du merkst mal, der PC, der kann, also das ist jetzt schon ein älteres Spiel und das kann man noch angespielt haben mit. Mit neuen Spielen, ne? Mit Frosch. Ja, das heißt mit neuen Spielen. Aber immer, das ist. Okay, das ist mal schlechter. Ja. Das ist mal PC, ist eigentlich. Bleibt und ist und bleibt einfach. Ich mache die beste Software für Computerspiele. Richtig. Vor allem da mit PC auch viel mehr nach Hause rücken. Ja. So. Und noch eins. Noch mal eins, hallo. Da passt noch eins. Da passt noch eins. Dann grasen wir jetzt die Driftrenne weg. Fertig. Aber dann noch jetzt, jawohl. Bis dann war ich übrigens auch. Aber da war da schon ein Punkt. Richtig. Der Ganzbein. Und ein Verfolgungs. Ab. Mit dem nicht zu machen. Könnte man uns auch einbauen. Ja, und wenn du jetzt sagst, du willst dann doch auf der Kurven steigen, würde ich jetzt drehen. Jetzt nehmen wir es ja wohl gerne anstrengend. Wenn du den Stau auf der Golf ausbauen willst, ja. Das waren jetzt viele Punkte, ich muss sagen. Aber das macht nichts. Wir haben ein hohes Vollstand. Bei Need for Speed Carbon ist er halt die Drift-Renner total überarbeitet. Da hat es dann noch mehr Spaß gemacht. Ah, du glaubst die Canyon Drifts, gell? Auch ja, aber du konntest. Du auch rausfliegen können. Auch, aber du konntest bei Need for Speed Carbon, konntest du jetzt nicht so wie ich es hier mache, mit links, rechts, Lenke driften, ja, sondern du hast wirklich in die Kurven reingriften müssen, damit es zählt. Ja. Das glaube ich auch, wenn umso näher an der Kurve warst, also so, umso näher du die geschnitten hast, die Kurve. Was auch mehr kriegt. Genau, je näher du an der Bande warst, desto mehr Punkte hast, gell? Oder je länger du den Drift gezogen hast, je größer die Drift-Kombo war. Kann man noch eins, oder? Ist ja noch zwei Minuten. Ja, das Sprintrenner gehen wir jetzt noch. Dann ist die Ecke hier erledigt. Dann brauchen wir hier Kevin Macher. Und können uns auf alles, was jetzt noch so kommt, konzentrieren. Sprich, das letzte Sponsorenrennen. Was doch nicht für ihn ist. Ich hab schon gehört. Jetzt waren wir kurz vor 79% und dann waren wir durch das letzte Sponsorenrennen. Ich kann halt schlecht impfen am Tor, wenn man stark ist. Ich muss halt alles rausschneiden. Aber das ist eigentlich. Ich sehe es ja dann. Aber jetzt ist das Ende kann ich durchschauen. Auf was mal? Kann der sollen nicht beeinflussen halt mit deiner Abstätze? Ne, das macht er halt einfach. Ist bei mir aber also. Stürzt auch ab, oder? Manchmal, ja. Bei Patrick ist also ein bisschen schlimmer, du stürzt der ganze PC an. Da bin ich froh, dass ich das Spiel abstürzt. Ajo! Der ganze PC, boah, das ist wieder hochfahren. Ja. Vor allem, wenn der PC abstürzt, ist die Aufnahme ja auch weg, ne? Die muss ja dann auch noch komplett gemacht werden. Aufnahmen des Spiels. Gut, dass du nach jedem Spiel immer Speicher kannst. Ja. Sind wir gesagt, 70%. Prinzipiell kannst du das. Ja, da fangen wir mit der Holz an.
So, jetzt haben wir gleich das eine beendet. Ja. Und dann gucken wir noch geschwind, was der Spielfortschritt sah, beziehungsweise unser Rennlistenfortschritt. Damit wir sehen können, oder auch ihr sehen könnt, was mit noch alles gemacht wäre, um den nächsten Spielabschnitt freizuschalten. Ja, wir müssen noch unser Sponsorenrennen machen. Das eine Sponsorenrennen, genau. Ohne URL, Mann. Hab ich gesehen. Richtig. So. Und nach jedem URL durch Autos rauschen. Genau. Und jetzt mal ausgemischt. So. Wir speichern. Was immer, Chance auf Titelpalat. Die Reporter von Sport Compact Car sind heute mit einem heißen Model da, das sich auf der Haube des Siegers räkelt. Ansporn genug? Und dann würde ich sagen. Genau. Jetzt muss ich gucken, wie ich da hinkomme. Das ist alles ja. Links. Regional. Links. Direkt. Ne, da ist schon was ich wollte. Ah, das wollte. Genau. Wir so, müssen jetzt. Da haben wir jetzt schon 70%. Noch genau. Zwei Rennen müssen wir machen. Ein Sponsorenrenner. URL-Renner noch zwei. Also insgesamt sind es noch. Bei Stufe 1 haben wir alles, oder was? Ja. Aber die können wir jetzt nicht mehr einsehen, weil die haben wir ja schon beendet. Ah, okay. Aber wir müssen jetzt noch. So viel, 5 Rennen müssen wir noch machen und dann sind wir im. Nächster Spielabschnitt, sprich Stufe 3. Und da können wir dann auf den Berg hoch. Ja, es geht auch eigentlich relativ fix. Ja, am Anfang. Wenn du, sobald du Berg frei hast, da sind dann die Spielabschnitte, die verschiedenen Stufen, die sind dann schon langwierig. Weil das sind dann halt mit jeder Stufe werden es halt immer mehr Rennen. Ja. Jetzt gucken wir mal, ob das ein Fahr-Event oder einfach ein Fotoshooting ist. Wenn das nur ein Fotoshooting ist, machen wir das gleich mit. Wenn das ein Fahr-Event ist, dann nicht. Da müsste man fahren. Das wird jetzt der zeitliche Rahmen sprengen. In diesem Sinne, das war's mit Part 4? 5 sogar. Part 5 schon. Siehst du mal. In diesem Sinne. Leute, haltet die Ohren steif. Like und abonnieren nicht vergessen. Ja. Und nur fahren im Spiel. Richtig. Dann so ist es sind wir raus. Schon ist es da. Genau. Bis dahin, bis zum nächsten Part. Genau.